In einer Hommage an Werner Pirchner und Harry Peppel spielen Christian Mutspiel, Frank Tortillier und Georg Breinschmidt Kompositionen des legendären Jazz-Trio. Für uns ist es eigentlich sowas wie das Projekt, als nächste Generation die Kompositionen der Musiker, die unsere Vorbilder waren, weiter zu interpretieren und weiter zu beleben. Also nicht nur zu interpretieren oder nachzuspielen, sondern mit neuen Gedanken zu versehen. Werner Pirchner, der immer auch Stellung bezog zu Tiroler und österreichischen Verhältnissen, fühlt sich Christian Mutspiel vorwiegend persönlich und im musikalischen Ausdruck verbunden. Politisch sei der Jazz ohnehin. Es konnte noch nie ein Diktator den Jazz für sich beanspruchen. Jazz funktioniert weder als Militärmusik, noch als heroische Musik, noch als Musik, ein Regime zu verherrlichen. Es gibt andere Gattungen, da funktioniert das. Also der Jazz ist ein Weltbild und eine Lebensauffassung, die sehr stark damit verknüpft ist, dass der Mensch ein Individuum mit Würde und Rechten ist. Und der Jazz ist eigentlich in seinem Ansatz eine demokratische, teamorientierte, kollektive Musik. Über das hinaus, glaube ich, muss man dann gar nicht offensichtlich werden, sondern das drückt die Musik aus. Das Auge, eher die Stirn, blond das Haar, wie Hanfener Zwirn. Offen der Blick, die Miene ein Schrein. Kernig und erdig, wie der Bergiesel, hart wie Leder, zäh wie ein Wiesel, ein Mann. Soll der